Raser Wahnsinn mitten in Deutschland. Bei einem illegalen Autorennen schießen ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger mit bis zu 160 km/h durch die Wiesbadener Innenstadt. Dabei überfahren sie eine rote Ampel nach der anderen. Die irren Männer nehmen keine Rücksicht und gefährden das Leben unzähliger Menschen. Die Polizei veröffentlicht jetzt erst diese Handyaufnahmen, aufgenommen von einem Beifahrer aus einem der Raser-Fahrzeuge am 9. September 2018 um 23 Uhr. Zunächst halten die Mercedes C-Klasse Coupé und der Golf 7 an einer Ampel. Die Motoren heulen auf und dann schießen sie los. Noch im zweiten Gang quietschen die Reifen, die Autos beschleunigen bis auf 210 km/h. Beide Raser schlängeln sich zwischen den Autos durch und jagen sich. Durch die Stadt rasen sie mit unglaublichen 160 km/h. Rote Ampeln überfahren beide Fahrer, für sie gelten anscheinend keine Verkehrsregeln. Sie machen ihre Autos zu Waffen. Es besteht Lebensgefahr für andere Autofahrer und Fußgänger. Hier muss einer der beiden ausweichen, weil ein parkendes Fahrzeug seine Spur behindert. Doch das Rennen geht weiter. Als dann wieder ein Auto die Spur für das Rennen behindert, weicht der Fahrer auf die Busspur zum Überholen aus. Und wieder geht es über eine rote Ampel. Im Auto läuft Musik, die Insassen lachen immer wieder. Sie scheinen Spaß zu haben, während sie hier die nächste rote Ampel überfahren. Die Polizei bemerkt das illegale Straßenrennen. Beide Fahrer im Alter von 23 und 24 Jahren kommen schließlich vor Gericht. Ihre Strafe? 2000 Euro und 2800 Euro für diese Idiotenfahrt durch Wiesbaden. Und ihre Führerscheine bekommen sie nach 10 Monaten wieder. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.